Ja, hallo Braunschweig und herzlich willkommen zu unserer 24. Braunschweiger Mahnwache heute. Etwas beschaulichere Runde, aber das heißt nichts. Da können wir uns also auch gut mal miteinander austauschen. Wir müssen ja hier auch nicht immer volles Unterhaltungsprogramm liefern. Wir sind hier nicht bei RTL, sondern es geht ja auch vielfach darum, dass wir uns auch vernetzen, dass wir uns kennenlernen und auch mal austauschen über die Sachen, die uns interessieren, die uns bedrücken oder wo vielleicht auch ein anderer mehr Informationen hat wie wir selbst. Und ja, ich lege einfach mal los. Vielleicht ganz kurz, der eine oder andere hat es gesehen, da vorne liegen TTIP-Flyer und zwar geht es um eine Unterschriftensammlung gegen TTIP. Der eine oder andere weiß schon vielleicht, um was es geht, hat es in den Medien gehört. Das Schlimme ist halt, dass die Lobby, die Industrie über TTIP verhandelt und die Politik muss draußen bleiben, beziehungsweise natürlich damit auch wir als Bürger haben überhaupt gar keine Einsicht, was da auf uns zukommt. Und was wir nur einfach wissen, ist, dass die Industrie demnächst das Sagen hat und wenn irgendetwas abgelehnt wird, dass wir dann zur Kasse gebeten werden für die Verluste, die diese Betriebe dann auch erleiden. Und deswegen finde ich das auch ganz toll, dass Alex hier, Anton und Alex, die haben das Ganze organisiert hier mit der Unterschriftenaktion hier für Braunschweig. Und es wäre schön, wenn sich da jeder drin eintragen würde. Denn es geht uns allen was an und wir haben nichts gegen Kooperationen, aber wir haben auf jeden Fall etwas dagegen, dass uns solche Sachen vorgeschrieben werden. Und vor allen Dingen ohne, dass man uns informiert, um was es da überhaupt geht. Ansonsten möchte ich gerne auf zwei Veranstaltungen hinweisen. Und zwar jetzt am kommenden Samstag sind gleich noch zwei Veranstaltungen. Einmal hat die mit uns befreundete Mahnwache in Bad Salz-Detfurth einen am Samstag, den 18.10. eine Veranstaltung. Und zwar ist das also dort am Kurplatz. Dort beginnt es ab 14 Uhr. Dort sind auch Künstler wie die Germait und andere, die dort auftreten. Und es wird mit Sicherheit ein spannender Nachmittag werden. Ein toller Nachmittag mit viel Austausch, tolle Redner. Und es gibt die 5. Nordwest-Mahnwache für den Frieden in Wilhelmshaven, dort am Börsenplatz. Auch ab 14 Uhr. Dort ist dann zum Beispiel die Bandbreite zu sehen. Also in der einen oder anderen Richtung etwas näher ran oder wer ein bisschen weiter reisen will nach Wilhelmshaven, der hat also hier zwei Möglichkeiten am Samstag sich mit Gleichgesinnten eben halt auch zu treffen und auszutauschen. Finde ich eine ganz tolle Sache. Dann am 27.10., also Montag in 14 Tagen, wer sie kennt, wir haben Morgan und Kilitz Moore dann hier auf dem Platz. Und werden hier also auch eine super tolle Veranstaltung dann auch hier machen. Ansonsten, wer gerne einen Redebeitrag hier vorne loswerden möchte, bitte kurz nach vorne kommen, eben absprechen. Und dann stimmen wir einfach die Zeit ab, damit ihr hier vorne auch das Wort habt. Wir haben hier noch das Mikro. Anders wie vielleicht anderswo ist es hier so, dass jeder hier seine Meinung sagen kann. Das Einzige, was wir nicht machen, und da werden wir dann auch zur Not abdrehen, das ist also, wenn hier irgendwelche Hetzkapaden laufen oder irgendwelche Gruppen diskriminiert werden, da spielen wir einfach nicht mit. Aber ansonsten, wer hier irgendetwas loswerden möchte, Informationen, die er hat, Fragen, die er hat, ist also herzlich willkommen, das hier vorne dann auch am offenen Mikro auch loszuwerden. Ja, wir fragen uns ja oft, warum so wenig Menschen eigentlich zu diesen Mahnwachen gehen, warum so wenig Menschen auf überhaupt Friedensbewegungen gehen. Ist vielleicht, weil der Krieg, der wütet, immerhin 2000 Kilometer weit weg ist, was nicht viel ist. Ich weiß es nicht. Den Menschen geht es anscheinend im Moment hier irgendwie noch zu gut und man hat keine persönlichen Berührungspunkte mit dem, was Unfrieden ist, was Krieg ist. Vielleicht liegt es jemand auch daran, dass die meisten, die heute leben, den Krieg nicht mehr miterlebt haben, das persönlich nicht wissen. Das heißt, man weiß aus eigener Erfahrung nicht, worüber man spricht.
Aber ich hatte diese Woche einen gelben Brief von unserer Samtgemeinde Patenteich im Briefkasten. Und das hat mir auch mal wieder vor Augen geführt, so weit ist der Krieg gar nicht weg. Und zwar wird hier also dringend, das erste Mal, dass ich sowas sehe, dringend Wohnraum benötigt zur Unterbringung von Asylbewerbern und Bürgerkriegsflüchtlingen. Das heißt, die Gemeinden suchen jetzt schon Wohnraum für die ganzen Flüchtlinge. Sie wissen nicht mehr, wohin mit den Flüchtlingen. Das Ding ist nur, wir sehen es nicht, wenn wir uns jetzt hier umgucken. Wir sehen hier nicht 100.000 Flüchtlinge hier über den Schlossplatz laufen. Ich denke, das ist einfach unser Problem. Aber wenn man dann solche Sachen, und es steht auch noch groß und breit drüber, dringend. So geht es euch besser. Die Zahl der unterzubringenden Asylbewerber und Bürgerkriegsflüchtlinge aus den verschiedenen Krisengebieten in der Welt steigt immens an. Wir bekennen uns zu unserer humanitären Verpflichtung, Asylbewerber und Bürgerkriegsflüchtlinge aufzunehmen und unterzubringen. Leider stoßen wir hinsichtlich der Unterbringungsmöglichkeiten an unsere Grenzen. Die zentralen Unterkünfte des Landkreises Gifhorn sind überfüllt. Unterbringungsmöglichkeiten in den Gebietseinheiten im Landkreis sind nicht oder kaum noch vorhanden. Die notwendigen Unterbringungskapazitäten fehlen auch in der Samtgemeinde Papenteich. Es werden dringend weitere Wohnungen gesucht. Wir benötigen Ihre Hilfe. Ihre Hilfe großgeschrieben. Kann man das gebrauchen? Wenn wir nicht langsam wach werden, dann wird man uns wahrscheinlich auch demnächst diese Menschen zwangs einquartieren. Und mit gutem Recht, weil was tun wir? Was tun wir dagegen, was da zum Beispiel in der Ukraine, in der Ostukraine passiert? Die meisten Menschen, die gehen shoppen. Denen interessiert es nicht. Und deswegen haben wir auch eine Mitschuld da dran. Gerade auch alle die, die es wissen, was dort unten passiert. Und nicht dafür sorgen, dass es bekannter wird, nicht dafür sorgen oder etwas dagegen tun. Und wir tun alle noch viel zu wenig. Und wir müssen einfach schauen, wo können wir anpacken, wo können wir irgendwo Aufmerksamkeit auf diese Situation lenken, was dort zum Beispiel in der Ostukraine passiert ist. Aber es ist ja nicht nur dort, was passiert momentan im Irak, was passiert in Syrien. Überall fließt im Moment Blut. Und wir wiegen uns hier wunderschön in Sicherheit. Aber nach meiner Meinung ist das eine trügerische Sicherheit, denn ich glaube nicht, dass man uns hier aus irgendeinem Grund verschont. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich habe ja so einen Post gefunden und das fand ich super interessant. Möchte ich gerne kurz vortragen. Wir, die Deutschen, sind seit diesem Sommer an zwei Völkermorden beteiligt, die von unserer Regierung gedeckt und sogar unterstützt werden. In der Ostukraine wie im Gaza. Ich als Steuerzahler fühle mich für diese Gräueltaten mitverantwortlich, denn ich habe sie mitfinanziert. Mir persönlich geht das wahnsinnig an die Nieren. Wie kommt ihr damit klar? Als Schulkind habe ich mich gefragt, wie die Deutschen im Dritten Reich die Verbrechen Hitlers gutheißen oder zumindest stillschweigend haben akzeptieren können. Ich dachte ernsthaft, so etwas wäre heute nicht mehr möglich. Aber wenn ich meine Mitmenschen ansehe, dann muss ich mir eingestehen, dass eine bitter erlernte Lektion unserer Geschichte von vielen schon wieder vergessen worden zu sein scheint. Ich werde euch jetzt nicht mit Gut oder Böse kommen, aber in zwei Kriegsgebieten sterben aktuell täglich Zivilisten und wir sind mit Schuld. Von den übrigen Konfliktgebieten wie Irak, Libyen, Syrien, Burma etc. spreche ich hierbei gar nicht. Ihr wolltet auch mal wissen, wie Hitler tun konnte, was er tat? Schaut in den Spiegel und fragt euch, warum unsere Regierung aktuell tun kann, was sie tut.
Nichts wird besser. Das wird alles jede Woche schlimmer. Seit Monaten. Wusstet ihr, dass in London 100.000 Menschen gegen die NATO demonstriert haben? Wusstet ihr, dass die komplette malaysische Presse seit Wochen über Flug MH17 berichtet, dass sie von der ukrainischen Armee abgeschossen worden ist? Also im Prinzip direkt von uns, vom Westen. Wusstet ihr, dass die nächste Wirtschaftskrise unmittelbar bevorsteht? Ja, genau. Ja, doch, ey, die wollen doch jetzt hier. Aber praktischerweise ist jetzt plötzlich der Russe schuld. Wegen unserer Sanktionen, ihr wisst ja. Und Nachrichten und Zeitungen ignorieren es nahezu gänzlich. Ist es so unwichtig? Aber seit Tagen lese und höre ich überall Erfolg, Erfolg, Vormarsch, unter Kontrolle. Vor 3 Monaten hatten wir politisch und medial DDR-Niveau erreicht. Inzwischen hat sich dieser Zustand reichlich verschärft und er verschärft sich weiter. Seit knapp einer Woche werden einstmals gute politische Diskussionsforen von Trollen gesprengt, sodass fundierte Gespräche und Informationsaustausch fast nicht mehr möglich zu sein scheinen. In Oldenburg traut man sich kaum noch mehr auf die Friedensdemonstration, weil organisierte und bezahlte Gestalten dort den Teilnehmern zusetzen. Das alles gab es schon einmal und nicht nur einmal. Und es geschieht weiter und zwar gerade jetzt. Und wer im Internet unterwegs ist und auf solchen Seiten schaut, die sich mit der Thematik, mit der Problematik, mit dem Kriegsgeschehen auseinandersetzt, der weiß, wie dort getrollt wird. Der weiß, wie dort sehr viele Menschen einfach nur dagegen arbeiten, die einfach nur irgendetwas ins schlechte Licht rücken, um die Menschen davon abzuhalten, sich weiter mit dem Thema zu beschäftigen oder sich weiter mit solchen Menschen auseinanderzusetzen. Und auch wir sind nicht davor gefeit und deswegen muss man halt einfach ein bisschen vorsichtig sein, ein bisschen aufpassen. Und wenn man sowas merkt, dann bitte auch zu uns kommen, die hier so ein bisschen das Ganze organisatorisch versuchen aufrechtzuerhalten, einfach mal mit uns sprechen und wir werden dann einfach schauen, was man da machen kann. Ich habe einen tollen Spruch gelesen. Oh, der ist toll. Der wurde diese Woche geteilt und ich fand den total klasse. Passt so ein bisschen auch zu einer Rede, die ich letzte Woche gehalten habe. Der ist auf Englisch, ich habe es aber auf Deutsch übersetzt. Und zwar heißt dieser Spruch: Viele Menschen denken, spirituell zu sein bedeutet positiv zu sein. Aber spirituell zu sein bedeutet bewusst zu sein. Bewusst zu werden ist etwas völlig anderes als positiv zu werden. Um bewusst zu werden, müssen wir authentisch werden. Authentisch zu sein beinhaltet sowohl positiv wie negativ. Das kommt von Thiel Swan. Ich kenne den Kollegen nicht, aber ich fand den Spruch ganz gut. Weil ich einfach der Meinung bin, bisher haben wir sehr ruhige Aktionen gefahren, aber es kam in der letzten Zeit immer mehr der Wunsch, nichts Gewalttätiges, nichts Gesetzeswidriges zu tun, aber lauter zu werden, einfach lauter zu werden und mehr Aufmerksamkeit auf die Situation zu lenken, auf die Situation, die wir um uns herum überall haben. Und eine Bitte von mir wäre einfach, wenn ihr euch engagieren möchtet, egal in welcher Richtung, wir haben über unsere Webseite www.mahnwache-braunschweig.de organisieren wir unsere Arbeitsgruppen, dann kommt zu diesen Arbeitsgruppen, engagiert euch, bringt das ein, was ihr einbringen möchtet. Es ist kein, ihr habt da keine Pflichten, ihr müsst da keinen Beitrag zahlen, ihr könnt einfach nur da sein und das einbringen,
was ihr bereit seid einzubringen. Denn die Mahnwachen sind nicht alles. Es reicht nicht, wenn wir uns hier einmal montags sehen und dann nach Hause gehen und alles ist wieder beim Alten. Damit bewegen wir nichts. Wir können nur was bewegen, wenn wir ständig etwas tun, wenn wir uns zusammenfinden und in gemeinsamen Aktionen auch etwas unternehmen, etwas bewegen, etwas verändern. Und deswegen, wie gesagt, mein Aufruf, beteiligt euch stärker an den Arbeitsgruppen und wie gesagt, sucht euch aus, was euch Spaß macht. Ja, das war es jetzt erstmal soweit von mir für den Einstieg. Und ja, jetzt wollen wir mal ein bisschen Musik machen. Die CNF hatte ein Lied geschrieben für die Mahnwachen. Und letztes Mal haben wir es einmal gespielt. Der Wunsch kam, dass wir es nochmal spielen sollen. Und deswegen wollen wir das gerne jetzt für euch noch einmal vortragen.